Hi, willkommen zu meiner ersten Quick-Tipps-Folge. Ich denke mal, einige von euch haben es ja schon mitbekommen, dass ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe und deshalb habe ich gerade nicht so viel Zeit, so extrem aufwendige Videos rauszuhauen. Deshalb jetzt dieses neue Format, wo ich mit relativ wenig Aufwand in kurzer Zeit wichtige Dinge erklären kann. In der ersten Folge zeige ich euch jetzt, wie ihr diesen klassischen Film-Burns-Effekt hinbekommt, den man perfekt für Übergänge nutzen kann. So, ihr habt jetzt gerade in dem Intro gesehen, wie dieser Effekt dann aussieht und jetzt zeige ich euch einfach, wie das funktioniert. Der erste Schritt wäre es, auf YouTube zu gehen und da sowas wie Free Film Burn Overlay zu suchen. Dann schaut ihr euch so ein paar Übergänge an und sucht euch einen aus, der euch am besten gefällt. Den ladet ihr dann runter mit so einem klassischen YouTube-Downloader, gibt es ja überall mittlerweile. Hierbei ist es auch gar nicht so schlimm, wenn der Film Burn nicht in Full HD verfügbar ist. Ihr könnt trotzdem auch bei 4K-Videos mit einem 720p Film Burn ein gutes Ergebnis erzielen. So, dann geht ihr in euer Schnittprogramm. Das funktioniert zum Beispiel mit Premiere oder Final Cut. Ich mache das jetzt hier im Final Cut wie immer. Ja, dann wählt ihr diesen Filmburn aus und legt den dann über den Schnitt, über den ihr diesen Filmburn eben haben wollt. Und dann drückt ihr bei Compositing auf Hinzufügen. Und das war's eigentlich auch schon. Und das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus. Ich mag diesen Effekt auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde, bei Rasevideos oder bei Sommervideos zum Beispiel kommt es extrem gut. Ich kann euch nur den Tipp geben, diesen Effekt nicht zu sehr auszureizen und vielleicht im Video maximal 3 bis 4 Mal diesen Effekt zu nutzen. Man sieht sich einfach sehr schnell satt daran und ja, am besten einfach nicht übertreiben mit diesem Effekt. Ja, das war's schon für diesen kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.